Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 33, Große Anfrage der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Antworten auf die demografischen Entwicklungen im ländlichen Raum, Drucksache 6064 zu 5103 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und ich begreife das als Wortmeldung. Kollege Boddenberg, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Morgen, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen uns heute Morgen über den ländlichen Raum unterhalten, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich glaube, das ist sehr notwendig. Ich will zunächst ein herzliches Dankeschön sagen, an die Landesregierung für die Beantwortung der umfangreichen großen Anfragen von SPD und CDU. Das ist eine tolle Arbeitsgrundlage, auf die wir unsere Arbeit auch in den nächsten Jahren stützen können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben seit den 70er, 80er Jahren oder nach den 80er Jahren eine völlig veränderte Entwicklung weltweit, einen Zuzug in den Städten oder in die Städte, in die Ballungsräume. Das war einmal anders, aber wir haben, und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die nicht neu ist, die aber ganz besonders noch einmal Verstärkung erfahren hat, zum Beispiel durch die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, alle miteinander zu erkennen, dass wir dieser Entwicklung entgegentreten müssen. Und dazu haben wir, die CDU und GRÜNEN geführte Landesregierung, eine Reihe von Antworten. Das wird aus dieser Anfrage und der Beantwortung sehr, sehr deutlich. Wir haben festzustellen, dass es unterschiedliche Lebenswirklichkeiten gibt. Aber, meine Damen und Herren, wir haben, glaube ich, auch festzustellen, dass es darauf ankommt, dass wir gleiche Chancen haben für Menschen, die dort oder dort leben, in den Städten leben, in den ländlichen Räumen leben. Und ich will ausdrücklich sagen, für mich die wichtigste Erkenntnis in den letzten Jahren war und ist, dass 94% der Menschen in Hessen sich wohlfühlen, zunächst einmal egal, ob sie in den Städten oder im ländlichen Raum leben. Trotzdem müssen wir alles daran tun, dass diejenigen Menschen, die nicht in den Ballungsräumen angesiedelt sind, nicht das Gefühl haben, dass wir sie vernachlässigen, dass sie abgehängt werden, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Im Gegenteil, wir werden und müssen alles daran setzen, dass Menschen sich dort genauso auch in Zukunft wohlfühlen, weil sie wissen, dass wir uns auch und gerade in der Landespolitik um sie kümmern. Sie haben beobachten können, als wir Haushaltsberatungen hatten im Ende Januar, wir haben als CDU/GRÜNE eine ganze Reihe von Anträgen eingebracht, die sich ausschließlich mit dem ländlichen Raum befassen. Und einer der wichtigsten Punkte ist zunächst einmal, dass wir die vielen Maßnahmen, die wir dort haben, besser koordinieren. Deswegen wollen wir mit einer Stabsstelle in der Staatskanzlei dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Ressorts und die unterschiedlichen Maßnahmen dort zielgerichtet und effektiv gebündelt werden. Wir haben in der letzten Woche erleben können, dass die Landesregierung selbst auch schon mit gutem Beispiel vorangeht. Aber ich will noch einmal die Zahl deutlich machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insgesamt werden in diesen beiden Haushaltsjahren 2018 und 2019 1,8 Milliarden € in den ländlichen Raum investiert. Das ist die größte Investition und die wichtigste Investition, die es dort je gegeben hat. Und das geht in den Bereich der klassischen Infrastruktur. Ich will den Landesstraßenbau nennen und will ausdrücklich noch einmal dem Verkehrsminister dafür danken, dass wir dort ein sehr umfängliches Paket von Sanierungsmaßnahmen haben. Ja, lieber Herr Roth, das interessiert Sie als Wiesbadener vielleicht nicht so, aber ich denke, die Menschen im ländlichen Raum wird es sehr wohl interessieren, dass wir mit rund 380 Millionen € dort Planungssicherheit haben für den Landesstraßenbau über mehrere Jahre. Ich kenne jedenfalls aktuell keine größeren Beschwerden mehr in dem Zusammenhang. Meine lieben Damen und Herren, wir kümmern uns darum, dass wir auch ein breites und vielfältiges Schulangebot vor Ort haben. Ja, der alte Slogan „kurze Beine, kurze Wege“ gilt nach wie vor. Natürlich fällt es hin und wieder auch schwer, beispielsweise kleinere Grundschulen am Netz zu halten. Trotzdem glaube ich, dass gerade diese Maßnahmen sehr wichtig sind, damit Menschen, Eltern mit Kindern vor allen Dingen keinen Grund haben, wegen mangelnder Schulsituationen vor Ort den jeweiligen Wohnort zu verlassen. Das ist genau die richtige Politik, die jetzt nicht immer nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen ist, sondern es ist eine strategische, bewusste Entscheidung für den ländlichen Raum. Wir werden verfolgt haben,
Sie werden verfolgt haben, dass wir uns einem weiteren wichtigen Punkt, den man immer wieder hört, den die Menschen umtreibt, der die Menschen umtreibt, der ihnen Sorgen macht, nämlich die flächendeckende Versorgung mit Gesundheitsleistungen, dass wir dort erneut und mehr und noch mehr investieren wollen, beispielsweise in Richtung der Nachfolge von Landarztpraxen, beispielsweise indem wir die Anzahl der Gemeindeschwestern, auch das ist ein Antrag, den wir zum Haushalt gestellt haben, noch einmal deutlich um 50 erhöhen. Das sind Impulse, Frau Kollegin Faeser, aus denen weiterhin sehr viel werden kann vor Ort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir investieren in Infrastruktur, nicht nur in Straßen, sondern auch in digitale Infrastruktur, was es möglich macht, dass Telemedizin nicht irgendein technischer Begriff ist, sondern eine reale Umsetzung von einer verbesserten gesundheitlichen Versorgung, auch und gerade im ländlichen Raum. Wir haben große Fortschritte erzielt. Wir haben große Fortschritte erzielt. Im Bereich der Digitalisierung Ende 2018, Herr Schmidt, werden wir auch die Bergstraße, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut, werden wir hessenweit eine Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde haben. Und wir arbeiten schon an den nächsten Schritten, dass wir bis 2020 immerhin schon 60% aller Haushalte in Hessen mit 400 Megabit pro Sekunde an Leistung versorgen. Einer der wesentlichsten Baustellen, wenn es um die Frage geht, Zusammenhalt und Aufrechterhaltung von Zukunftsperspektiven im ländlichen Raum. Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann den Bogen weiter spannen. Wir können darüber reden, was wir investieren in die Sicherung von Fachkräften investieren, eine der großen volkswirtschaftlichen Herausforderungen. Durch ein breites Netz an beruflichen Bildungsangeboten, aber beispielsweise auch durch die Förderung der Fachhochschulen in der Fläche, wenn ich das so sagen darf, haben wir heute unzählige Unternehmen, die dankbar sind, dass sie dort in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Fachkräfte für die Zukunft gewinnen. All das ist eine Maßnahme oder sind Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Menschen keinen Grund haben, in die Städte zu gehen, weil sie glauben, dass sie nur dort mögliche persönliche und berufliche Perspektiven haben. Und wir werden hier noch häufig darüber reden. Wir werden noch häufig darüber reden, was wir tun, damit die Kommunen vor Ort ihren Leistungen gerecht werden können. Das Stichwort Hessenkasse werden wir sicherlich nicht zum letzten Mal diskutiert haben im letzten Plenum. Die kommunalen Investitionsprogramme und, meine Damen und Herren, Rekordsummen im kommunalen Finanzausgleich, auch und gerade für den ländlichen Raum, sind wichtige und notwendige und gute Voraussetzungen für die Zukunft der Menschen dort, der Kommunen dort und der Aufrechterhaltung der Strukturen, die für viele so lebens- und liebenswert, gerade auch im ländlichen Raum sind. Und, meine Damen und Herren, häufig sind es ja nur in Anführungsstrichen die kleinen Dinge, die wichtig sind. Und deswegen bin ich stolz darauf und sind wir nach wie vor diejenige Fraktion gemeinsam mit den GRÜNEN im Hessischen Landtag, die dafür sorgen, dass innere Sicherheit selbstverständlich nicht nur ein Thema der Städte ist, nicht nur ein Thema in den Ballungsräumen ist, Herr Rudolph, sondern ein Thema ist, das Menschen auch in den ländlicheren Regionen bewegt. Und das beginnt nicht nur bei der Polizeistation, die gehört auch dazu, Herr Rudolph, sondern das beginnt vor allen Dingen mit den unzähligen Ehrenamtlichen, die sich um Sicherheit kümmern. Das sind weit über 70.000 Feuerwehrleute. Und wenn Sie einmal in die Haushalte schauen, noch nie hat ein Land Hessen so viel investiert in die Aufrechterhaltung und Förderung der Strukturen der Sicherheit, insbesondere im Bereich der Feuerwehren und auch der Sicherheitskräfte der Polizei im ländlichen Raum. Und das Gleiche gilt für die vielen anderen vermeintlich kleinen Dinge der Gesellschaft und der Anforderungen und der Wünsche der Menschen vor Ort. Ob das die Förderung einer breiten, auch dezentralen Museumslandschaft ist, ob das die Förderung von Heimatvereinen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Begriff Heimat kommt mittlerweile wieder in unserem Sprachgebrauch vor, ohne romantisierende Folklore dahinter, sondern es ist eines der ureigensten Bedürfnisse der Menschen, Heimat zu empfinden. Und ich freue mich darüber, dass das mittlerweile offensichtlich parteiübergreifend Konsens in diesem Lande ist. Und ob in der Landwirtschaft, ob im öffentlichen Personennahverkehr, ob in der Gesundheitssicherung, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben mit diesem Haushalt, wir haben mit diesem Hausstab Maßstäbe gesetzt für die Zukunft und die Entwicklung und die positiven Perspektiven im ländlichen Raum. Am Ende des Tages, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es uns nie gelingen, alle Wünsche aller Menschen zu befriedigen. Es wird nie gelingen, jeden vollständig glücklich zu machen. Aber wir tragen Sorge dafür, dass man überall in Hessen
gerne und gut und gerne leben kann. Wir ermöglichen Wahlfreiheit, indem wir überall gute und gleichwertige Lebensbedingungen schaffen, damit es auch in Zukunft heißt, die Menschen fühlen sich in Hessen sehr, sehr wohl. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Knell für die FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Man muss der schwarz-grünen Landesregierung eines lassen. Die Werbekampagne um die Wähler im ländlichen Raum zieht sie gnadenlos durch. Ja. Nachdem die sogenannte Offensive für den ländlichen Raum der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wird nun keine Gelegenheit ausgelassen, jede noch so kleine Maßnahme unter die Förderung des ländlichen Raums zu fassen. Die Verlagerung von 20 Dienststellen ins Finanzamt Michelstadt wird da genauso öffentlichkeitswirksam gefeiert wie diese umfangreich beantwortete Große Anfrage der Koalitionsfraktionen, die nur anderthalb Monate nach der Anfrage der SPD eingereicht wurde. Immerhin hat es die Landesregierung geschafft, die Große Anfrage der Koalition in nur gut 6 Monaten zu beantworten. Das ist ja sonst auch nicht immer der Fall. Aber schauen wir uns doch diese angebliche Offensive der Landesregierung mal etwas genauer an. 1,8 Milliarden € werden in den laufenden 2 Jahren konkret in den ländlichen Raum investiert, behauptet jedenfalls die Landesregierung. Man kann Herrn Boddenberg auch fast glauben, wenn er die ganzen Zahlen und Projekte aufzählt. Fast, weil von diesen 1,8 Milliarden € sind 1,3 Milliarden € alleine Mittel im Kommunalen Finanzausgleich. Diese Mittel gibt es seit 2016. Die dann aber als Neuheit zu verkaufen, grenzt zumindest an eine Trickrechnung. Und dann auch noch die Landesstraßenbaumittel und die europäischen Fördertöpfe für den ländlichen Raum inklusive Agrarförderung einzuberechnen, das ist schon legaler Trickbetrug. Also, meine Damen, meine Herren, die angebliche Offensive der Landesregierung für den ländlichen Raum knapp 8 Monate vor der Landtagswahl ist eine Werbekampagne auf Steuerzahlerkosten. Dabei werden bestehende Maßnahmen als neu verkauft und die Zahlen je nach Gusto völlig willkürlich zusammenaddiert. Warum die Landesregierung das macht, hat sie selbst in der Pressekonferenz ja beantwortet. Man braucht ein Marketingkonzept, um die 50% Wähler im ländlichen Raum gewinnen zu können. Der ländliche Raum braucht aber statt schöner Slogans und Politikmarketing mehr Infrastruktur und Bildung. Wir brauchen Digitalisierung. Wir brauchen Digitalisierung und Mobilität. Für die GRÜNEN ist der ländliche Raum einzig und allein die Fläche, in der sie für ihre städtische Klientel romantische Agrarstrukturen und Urwälder vergangener Zeiten herstellen will. Ja, es ist so. Weil anders lässt sich die Verweigerungshaltung bei der Entwicklung des ländlichen Raumes nicht mehr deuten. Wenn wir den ländlichen Raum als eigenen Wirtschafts- und Lebensraum für die Menschen attraktiv gestalten wollen, dann brauchen wir eben auch Straßen- und Mobilitätsangebote. Wenn Ihre Große Anfrage eines belegt, dann ist es die Zu-Fuß-Geh- und Radfahrpolitik, die der grüne Verkehrsminister hier seit 4 Jahren betreibt. Schauen Sie sich doch die in den Antworten aufgezählten verwirklichten Straßenprojekte an. Ja, wenn Sie die von Posch und Renz durchgesetzten Projekte rausnehmen, bleibt denn da nicht mehr viel übrig. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des ländlichen Raumes wird von Schwarz-Grün seit Jahren völlig vernachlässigt. Und anstatt Ortsumgehung für mehr Lebensqualität zu bauen, baut Al-Wazir Radwege und versucht, so wenig Geld wie möglich in den Straßenbau zu geben. Jetzt aber die Mittel des Landesstraßenbaus als Mittel für den ländlichen Raum umzudeuten, das spottet schon jeder Beschreibung. Und wenn wir ja, jetzt unterbrechen Sie mich doch nicht ständig. Das ist wirklich nervig. Wenn wir wollen, dass der ländliche Raum attraktiv und Teil einer Lösung auch für die Wohnungsprobleme der Ballungsräume wird, dann brauchen wir Anbindung an die Wirtschaftsräume.
Die Leute sind bereit, Wegstrecken auf sich zu nehmen, aber das hat auch Grenzen. Und wenn man dann lesen muss, was die Vorstellungen des Wirtschaftsministers zur Mobilität der Menschen auf dem Land sind, dann kann man sich ärgern oder bestenfalls mit dem Kopf schütteln. Es war bei uns in der HNA am 27. Januar ein Interview mit Tarek Al-Wazir zu lesen. Und dort steht, ich zitiere, ein Ziel der hessischen Grünen sei es, die Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern. Und der Minister sagt dann, da müssen wir kreativer werden. Er setze unter anderem auf Bürgerbusse, Rufbusse, Mitfahrerbänke und Vereine, die privat Carsharing organisieren. Während also die Städter von Investitionen in Infrastruktur profitieren, sollen die Dörfler schön auf den Bänkchen sitzen, bis sie ein Nachbar mitnimmt. Sorry, Herr Minister, aber das sind keine Lösungsansätze. Das ist für uns am Thema vorbei. Wir brauchen auch im ländlichen Raum einen attraktiven ÖPNV, eine vernünftige Straßenanbindung. Mindestens genauso wichtig ist eine Breitbandanbindung, die es ermöglicht, dass Menschen von zu Hause aus arbeiten können, auch wenn sie große Datenvolumen verarbeiten müssen. Und wenn dann heute noch der 50 Megabit als der angestrebte Standard propagiert wird oder gar behauptet wird, dass das die Zukunft sei, der wird die ländlichen Räume langfristig abhängen. Sprechen Sie doch bitte mit Menschen aus kleinen Orten, z.B. in Nordhessen. Ich biete mich da an. Falls Sie solche Menschen nicht kennen sollten, bin ich gerne behilflich. Ich wohne in Nausis. Das ist ein Stadtteil von Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis. Wir haben 287 Einwohner und Internet wie im Mittelalter. Und erst am Wochenende hat mir jemand aus meinem Dorf berichtet, dass er ein Angebot von seinem Arbeitgeber bekommen hat, Homeoffice zu machen. So, er kann dieses Angebot aber nicht annehmen, weil die Datengeschwindigkeit nicht ausreicht, damit er vernünftig arbeiten kann. Und so muss er weiter jeden Tag nach Frankfurt fahren. Und ihm nützt auch das Jobticket nichts, auch wenn er ein hessischer Landesbeamter ist, weil es vor Ort eben keinen vernünftigen ÖPNV gibt. Meine Damen, meine Herren, das ist die Realität im ländlichen Raum. Und es nützt nichts, wenn Sie sich feiern, dass der Hochtaunuskreis auf Platz 1 der bestversorgten Herr Staatsminister, ich bitte, die Zwischenrufe von der Regierungsbank einzustellen. Es nützt nichts, wenn Sie sich feiern, dass der Hochtaunuskreis auf Platz 1 der bestversorgtesten Landkreise Deutschlands liegt, wenn es viele Orte gibt, in denen man nicht einmal an einer Skype-Konferenz teilnehmen kann. Und wir verschlafen hier gerade die Chance schlechthin. Wir brauchen Glasfaser auch im ländlichen Raum, und nur dann kommen wir wirklich voran. Und dazu ist auf Bundes- und auf Landesebene nichts als Leere. Und diese Landesregierung ist nur groß darin, wenn es darum geht, Geldsummen groß zu rechnen, wie das in diesem Projekt gemacht wird. Wenn es aber um wirkliche Lösungskonzepte geht, da steht sie da wie der nackte Mann, den man dann nicht in die Tasche greifen kann. Und ein wirkliches Konzept lässt die groß angekündigte Heimatkampagne vermissen. Es ist nach 4 Jahren Regierungszeit schon ein Armutszeugnis, eine angebliche Offensive darzustellen, die nichts Neues beinhaltet und nur daraus besteht, die vorhandenen Programme zu summieren und eine vermarktbare Gesamtsumme von den 1,8 Milliarden € zu bekommen. Am Ende fehlt es bei dem Ganzen eigentlich nur noch ein Marketing-Clou, vielleicht ein Heimatministerium. Das wäre es noch gewesen. Ein hessischer Staatsminister für Heimat. Aber vielleicht müssen wir da nicht mehr lange drauf warten. Eine neue Sache gibt es dann noch, die Stabsstelle in der Staatskanzlei, die die Offensive koordinieren soll, wofür man dann Koordination braucht. Wenn man kein großes Konzept hat, weiß ich nicht, aber die insgesamt 66 Stellen im höheren Dienst scheinen dann noch nicht auszureichen. Dafür reicht jetzt nicht die Zeit. Der ländliche, das geht ja um Ihre große Anfrage, nicht wahr? Der ländliche Raum hat jedenfalls mehr verdient als eine ausgelaugte CDU und eine Großstadtpartei, die den ländlichen Raum zum Urwald und in eine romantische Idylle à la Bauersuchtfrau verwandeln will. Ich habe den Eindruck, dass der ländliche Raum für einige Verantwortliche hier die Rolle eines großen Freilichtmuseums für das Rhein-Main-Gebiet einnimmt. Und die Menschen sind dann Statisten, die sich ja, das kann man ja auch in der Anfrage legen, die sich munter in Vereinen engagieren und dann
schön alle Wurst essen. Und wenn Sie dann einmal erkranken, schlagen Sie vor, dass sich die Gemeindeschwester um die Leute kümmert. Die Offensive, also mit Ihren Zwischenrufen diskreditieren Sie sich selbst. Also es ist wirklich nervig. Ja, dann stehen Sie drüber. Die Offensive für den ländlichen Raum verdient den Namen jedenfalls nicht. Und das ist schade, vor allem für die Menschen, die dort leben. Denn Hessen verdankt einem Großteil seiner Attraktivität im ländlichen Raum. Die Menschen dort verdienen wertgleiche Bedingungen zwischen Stadt und Land. Die haben wir nicht. Aber nur dann werden wir als Hessen auf Dauer erfolgreich sein. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Was will die FDP jetzt machen? Ja. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde es ja schön, dass die Landesregierung das Thema ländlichen Raum aufruft. Nicht schön ist dabei allerdings, dass sie sich hinstellt und alles schön reden, statt einen ernsthaften Problemaufriss zu machen und selbstkritisch nach Lösungen zu suchen. Sich die Welt schönreden hilft da draußen im Land niemandem. Das schafft keinen Bus aufs Land. Keine Ärztin entscheidet sich deshalb, eine Praxis auf dem Land aufzumachen. Und es verbessert auch die Geschwindigkeit im Internet nicht. Wissen Sie aber, was ich richtig erfreulich finde, da gibt es Antworten auf eine große Anfrage, und es sind richtig viele Fragen. Und die Hessische Landesregierung antwortet nicht ein einziges Mal. Hierzu liegen der Hessischen Landesregierung keine Informationen vor. Heißt das jetzt, die Regierung kann, wenn sie will, oder die Opposition stellt die falschen Fragen, oder sie wollen nur, wenn sie wollen? Dann wird das aber echt problematisch. Weil wenn ich mir angucke, wie Sie mit Anfragen umgehen, ich darf hier einmal zwei Anfragen hochhalten zum gleichen Thema, dann ist die eine etwas mehr als 100 Fragen, die andere ein klein bisschen weniger als 100 Fragen. Die eine hat 125 Seiten Antwort, die andere 25 Seiten Antwort. Finden Sie das in der Summe eine seriöse Art, mit den Problemen des ländlichen Raums umzugehen? Das hängt von den Fragen ab. Ich dachte, eine Regierung sei in der Lage, Fragen, die sie gestellt bekommt, zu beantworten. Diese ist es offensichtlich nicht. Ich meine, Sie brauchen dann einmal 6 Monate bei Ihrer. Die andere ist 2 Monate älter. Die kommt am selben Tag. Getroffene Hunde bellen, Herr Bellino, würde ich sagen. Bellen Sie ruhig weiter. Und die wundersamste Wahrnehmungsverzerrung besteht in den Antworten hier zur Unterstützung der kommunalen Finanzen seit der Finanzkrise 2008. Da hat die Landesregierung wahre Heldentaten vollbracht. Statt für eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen zu sorgen, die sowohl für eine gute soziale Infrastruktur sorgt, als auch durch Investitionen die lokale Wirtschaft ankurbelt, hat sie Kürzungen vorgenommen und dann Programme reingeschoben. Und dazu kann man dann an verschiedenen Stellen nachlesen, z.B. nach dem Auslaufen der Konjunkturfördermittel sind die Investitionen dann stark eingebrochen und erreichen in den Jahren 2013 und 2014 1,4 bzw. 1,5 Milliarden € absolut und nominal die niedrigsten Werte seit Mitte der 1990er Jahre. Ich möchte einmal wissen, wie Sie sich da noch loben können, wenn Sie von außen solche Kritik bekommen. Und wenn man sich das konkret anguckt, geht es mit dem Schutzschirm weiter. Und da kommt dann wieder die Ahnungslosigkeit der Regierung über die Ergebnisse. Das erinnert mich ein bisschen an die drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen wäre auch noch schön. Aber Sie loben sich noch für den Unfug, den Sie vielerorts machen. Sie haben zu Schwimmbadschließungen gesagt, es ist Ihnen ein geschlossenes Schwimmbad bekannt. Es waren fast 50, die geschlossen worden sind. Das mit Ihrer Ahnung ist immer nur dann so, wenn es Ihnen in den Kram zu passen scheint. Und erzählen Sie einmal was über großartige Leistungen zum Breitbandanbau, den Ausbau, den Menschen in Naumburg-Altenstädt. Das ist ein kleiner Ort im Wolfhager Land. Das ist ländlicher Raum. Ja? Wenn Sie denen eine E-Mail schicken, dann darf die nicht so umfangreich sein, wenn Sie wollen, dass die noch vor Ostern ankommt.
Sie sagen hier, ja, Sie können ja mal hingehen und nachfragen. Sie sagen, die Maßnahmen des Ökoaktionsplans werden aus mehreren Förderprogrammen für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum unterstützt. Das klingt ja schön. Ich frage mich dann, ob die Forderung entweder so restriktiv gehandhabt wird, dass sie nicht da ankommt, wo sie hin soll, oder ob es zu kompliziert ist, weil die Landesregierung hat es nicht geschafft, obwohl Öko für sie so wichtig ist, ihre eigenen Flächen vollständig umzustellen. Da wäre doch einmal die Möglichkeit, eine gute Vorbildrolle einzunehmen. Da gibt es Flächen, die dem Land gehören, und diese Regierung will das angeblich, und sie stellt sie nicht um. Die Domänen- und Pachtobjekte Beiersdorf, Burg Uffeln, Beberbeck, Dauernheimerhof, Dillishof, Eichhof, Fähre, Häuserhof, Hebenhausen, Hunsrück, Johannesberg, Kinzigheimerhof und so weiter und so weiter und so weiter. 7.765 Hektar Landesfläche, davon werden nur 2.022 ökologisch bewirtschaftet. Wieso loben Sie sich dann über den grünen Klee für Ihre tollen Programme? Dann können wir weiter schauen, wie die Situation bei Hessenforst ist. Und an der Stelle möchte ich den Menschen, die da draußen im Wald jetzt arbeiten, bei dieser Kälte mal meinen Respekt und meinen Dank aussprechen. Und ich glaube, das könnte das ganze Haus tun, weil das ist echt eine Leistung. Da wurde gekürzt in der Vergangenheit auf Teufel komm raus und Forstämter zusammengelegt und auch das Ausdünnen vom Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. Und da hilft es nichts, wenn Sie sich jetzt hinstellen und öffentlich unentwegt loben, weil Sie im ländlichen Raum wieder Stellen geschaffen haben. Den Kahlschlag auch im Wald bezogen auf die Personalsituation hat diese Landesregierung noch lange nicht ausgeglichen. Dazu kommt dann aber ständige Neubelastung in der Arbeit hinzu. Wenn man ordentlich zertifizieren will, braucht man dafür auch Personal. Die personelle Wiederaufforstung liegt weit hinter dem zurück, was Sie begonnen haben, mit Kochs düsterer Zukunft zu zerstören. Und Zerstörung ist das einzige Wort, das das beschreibt. Und ich will Ihnen das auch an einem Beispiel verdeutlichen. Bei den hessischen Gerichten wurden seither 1.250 Stellen abgebaut und 26 Standorte geschlossen. Dafür wurde richtig viel Geld in die Hand genommen und geschlossen wurde im ländlichen Raum. Da waren Standorte wie Hilders, Sontra, Gersfeld, Rüdesheim, Nidda und viele mehr, also im engeren Sinne Nahraum auf dem Land. Die Mehrbelastung der betroffenen Bevölkerung war ihnen dabei völlig wurscht. Und jetzt loben Sie sich bitte nicht dafür, dass Sie nun wieder neue Stellen schaffen. Denn diese Stellen entstehen in Frankfurt, Darmstadt, Marburg, Kassel, Wiesbaden, Gießen, also nicht ländlicher Raum. Wieder eine Mogelpackung. Und dann loben Sie sich für Ideen, die gar nicht die Ideen der Landesregierung sind, für Fördermittel, die Sie nur durchreichen und wo auch nur ein kleiner Teil manchmal dann tatsächlich da ankommt, wo es hin soll, wo es nicht ausgeschöpft wird. Wie war das gestern noch in der Fragestunde mit dem, zum Thema Bundesmittel und Kita-Qualität? Da gehen Sie gar nicht erst dran, Herr Sozialminister. Haben Sie Angst vor der Arbeit, die es macht, oder Angst davor, dass hier wirklich Qualität entstehen könnte? Mittel aus dem Bund nicht zu wollen, finde ich frevelhaft. Und der Schlingerkurs der Landesregierung zum Thema Qualität und Gebührenfreiheit in den Kitas gipfelt ja in solchen Anträgen, wie das jetzt z.B. der CDU hier im ländlichen Raum ist, wo es darum geht, Kitaplätze nicht auszubauen, sondern stattdessen eine Herdprämie zu zahlen. Also ich finde, das zeigt noch einmal deutlich, wo die CDU steht. Das ist alles nicht das, was der ländliche Raum tatsächlich braucht. Und das geht weiter, wenn man sich die Bildungsfrage anguckt über das Schülerticket. Gerade im ländlichen Raum brauchen Kinder und Jugendliche die Mobilität. Und wenn die Schule da eben noch im Nahraum liegt, dann müssen die Eltern für das Ticket aufkommen. Das kann niemand mehr nachvollziehen, wenn man das dazu vergleicht mit den Landesbeschäftigten, die dann eben ein Ticket haben, wenn es dann noch eine Busstation gibt, damit das Ticket auch was nützt. Da bin ich völlig bei Ihnen, Frau Kollegin. Und kleine Grundschulen auf dem Land retten, na ja, das können Sie so sehen. Aber ich sage mal, Sie machen dann aus den kleinen Grundschulen Abteilungen. Die Abteilungen werden einer anderen Grundschule angeschlossen. Und dann wird die Abteilung geschlossen. Dann haben Sie keine Grundschule geschlossen. Dann können Sie dabei bleiben, zu sagen, Sie schließen keine kleinen Grundschulen. Nein, Sie haben nur eine Abteilung zugemacht. Das ist doch wirklich gemogelt ohne Ende. Weil die Betroffenheit vor Ort heißt, die Schule ist zu. Ob die vorher eine Abteilung war oder eine eigenständige Schule, das ist den Schülern und den Eltern doch relativ wurscht. Die wollen ihre Schule vor Ort behalten. Und das ist überhaupt kein Käse, das ist das, was passiert in diesem Land. Und was es vorher an Mehrbelastung für die Schulleitungen bedeutet, wenn Sie mal eben statt einer zwei Schulen zu verwalten haben, Sie machen doch aus den Pädagogen Schulmanager, die kommen doch gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit.
Dann haben Sie sich vorhin für die Hochschulen im ländlichen Raum gelobt. Also, so eine Masse Hochschulen im ländlichen Raum kenne ich nicht, weil auch die ehemaligen Fachhochschulen, die sind doch überwiegend in den Städten. Also, ich meine die, die sich explizit mit den ländlichen Themen beschäftigen. Ja, die sind im ländlichen Raum. Aber ich würde jetzt mal die Stadt Fulda auch nicht als ländlichen Raum bezeichnen. Die Umgebung, ja, aber die Hochschule ist in der Fulda. In Fulda, nur um das mal an einem Beispiel festzumachen. Ja, da muss man doch mal ehrlich sein. Und dann kommen Sie weiter dazu und erzählen uns einen über Wahlfreiheit zu Ganztagsschulen. Wenn man sich das im Grundschulbereich anguckt, Sie haben noch nicht einmal 1% geschafft. Das sind doch keine Ganztagsschulen. Sie machen einen Pakt für den Nachmittag, der im Prinzip nichts anderes ist als das, was es vorher auch noch gab, und der dann aber anders genannt wird und zulasten der Eltern und der Kommunen geht. Das ist nicht das, was eine Ganztagsschule wirklich ist, weil da müssten Sie Finanzierung übernehmen. Das tun Sie doch nicht. Und da würden Sie auch im ländlichen Raum etwas leisten. Und dann schaffen Sie Ihre Inklusion über Schwerpunktschulen. Ja, das ist vielleicht in der Stadt noch einmal irgendwie zielführend, aber im ländlichen Raum bedeutet das für die betroffenen Kinder, dass sie morgens um 6 aufstehen, eine Stunde mit dem Bus über Land gekarrt werden, um dann in ihre Schwerpunktschule zu kommen. Das finde ich dann unglaublich förderlich. Da haben Sie den ländlichen Raum richtig hochgehoben mit solchen Maßnahmen. Und Weiterbildung im ländlichen Raum, die Sie hier so hochloben, die ist doch auch eher abgespeckt und daraufhin orientiert, dass die Menschen in die Stadt fahren. Nur das mit dem in die Stadt fahren, das klappt ja vielleicht auch am frühen Abend noch, wenn ich zum Volkshochschulkurs gehe. Das mit dem Zurückfahren klappt weniger gut, weil da gibt es meistens keinen Bus mehr. Sie sollten öfter in den ländlichen Raum gehen, vielleicht da auch mal leben und versuchen, dort so zu leben, wie die Menschen da leben, die nicht so ein großes Einkommen haben, die sich nicht unbedingt ein zweites Auto leisten können. Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist ausgesprochen schade, weil hier gibt es noch eine ganze Menge dazu zu sagen, zur Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Ich finde, man muss sich sehr genau überlegen, was in diesen ländlichen Räumen wirklich gebraucht wird. Und ja, das Wort Heimat ist in Ordnung, und ja, der ländliche Raum hat Zukunft. Und das ist schön in Hessen, aber es ist nicht schön wegen dieser Landesregierung, sondern es ist schön trotz dieser Landesregierung. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Große Anfrage wunderbar, Frau Goldbach. Also es genügt nicht, jedes Mal einen Zettel hochzuhalten. Ich habe vorhin bei Herrn Boddenberg das so mitgenommen. Aber nein, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Aber also, Frau Goldbach, dann kommen Sie bitte nach vorne. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben geradezu eine Renaissance des Landlebens, wenn man einmal in die Zeitschriftenregale guckt. Denn dort gibt es immer mehr Zeitungen, die heißen Landliebe oder Landlust. Das hat aber mit dem wahren Leben im ländlichen Raum nicht viel zu tun. Wir Menschen im ländlichen Raum wollen einfach dort leben, arbeiten, unsere Freizeit verbringen, wo wir uns zu Hause fühlen. Und wir sehen den ländlichen Raum nicht als problematischen Strukturraum. Wir sehen aber viele Stärken des ländlichen Raums, und wir haben die Herausforderungen längst erkannt und Lösungsansätze. Und Frau Knell, wenn Sie selbst nicht einmal Respekt vor den Menschen im ländlichen Raum haben, sondern sich darüber lustig machen, wie sollen wir Menschen aus dem ländlichen Raum und unser Raum denn dann nach außen dastehen? Das frage ich Sie einmal. Wir brauchen eine andere Haltung zum ländlichen Raum als allererstes. Wir hören hier Beschreibungen. Frau Schott beschreibt den Wald als Kahlschlag. Bei Frau Knell ist es der Urwald. Das ist in beide Richtungen absurd. Und ich möchte doch jetzt einmal versuchen, eine angemessene Beschreibung dessen zu machen, welche Herausforderungen wir haben und wie wir diese Herausforderungen angehen. Wir wissen, dass in dieser globalisierten, verletzten und immer komplizierter werdenden Welt das Bedürfnis der Menschen wächst nach intakter Umwelt, nach Heimat und nach Identität. Und gerade das bietet der ländliche Raum in sehr hohem Maße, wenn wir dort leben und wohnen. Und der ländliche Raum ist für Naturschutz, Klimaschutz, Ressourcenschutz immens wichtig und erfüllt da gesellschaftliche Leistungen. Die Windräder drehen sich auf dem Land. Unsere Lebensmittel werden dort angebaut.
und dort liegen die Trinkwassergewinnungsgebiete. Das sind eben existenzielle Grundlagen, Lebensgrundlage für alle Menschen, für die ganze Gesellschaft, auch für den Ballungsraum. Das zeigt erst einmal die ungeheure Bedeutung des ländlichen Raumes. Es gibt weitere Vorteile. Die Arbeitslosenzahlen liegen durchweg niedriger als in den Ballungsgebieten. Und es ist ein Gerücht, dass alle jungen Leute immer in die Stadt ziehen wollen. Im Gegenteil, die Zuzüge in die Stadt kommen eher von außerhalb, nicht aus den hessischen ländlichen Gebieten, sondern aus anderen Bundesländern oder dem Ausland. Die Menschen, die im ländlichen Raum aufgewachsen sind, gut ausgebildet, zum Studieren weggegangen sind, kommen oft und gerne wieder und wollen in ihren Heimatregionen arbeiten und leben. Und deswegen machen wir uns daran, die Bedingungen auf dem Land permanent zu verbessern. Ich möchte mal drei Themenfelder ansprechen und wie man dort Verbesserungen bewirken kann und wie wir das schon tun. Digitalisierung, Gesundheitsversorgung und Mobilität. Digitalisierung ist heute in aller Munde, und das ist auch gut so, denn sie bietet auch für den ländlichen Raum ungeheure Chancen. Und ich möchte das mal an ein paar Beispielen deutlich machen. Zuerst einmal Breitband. Klar, wurde hier heute auch schon darüber geredet. Wir brauchen überall schnelle Internetverbindungen. Das Land Hessen hat zusammen mit Bundes- und europäischen Förderprogrammen ungeheuer viel gemacht. ELA, GRW-Programm, GAG-Programm, Landesförderung. Das sind riesige Millionenbeträge, die in die Breitbandförderung schon geflossen sind. Und im Doppelhaushalt haben wir jetzt noch einmal 18/19 7,4 Millionen € zusätzlich angemeldet. So, und Ergebnis, wie stehen wir denn da in Hessen? Wir zählen beim Breitbandausbau zu den Top 3 der Flächenländer. Die Versorgung gewerblicher Flächen liegt in Hessen mit 80% auf Platz 2 der Flächenländer. Und wir haben drei Kreise, die zu den 10 bestversorgten Kreisen in ganz Deutschland gehören, nämlich den Hochtaunuskreis, den Odenwaldkreis und den Main-Kinzig-Kreis. Und jetzt arbeitet die Landesregierung an einer Gigabit-Strategie, um den Breitbandausbau mit noch ganz anderen Datenvolumina weiter auszubauen und zu fördern. Da kann man doch nur sagen, Hessen hat die Herausforderungen längst erkannt, hat die richtigen Weichen gestellt, die richtigen Förderprogramme zur Verfügung gestellt. Und wenn man sich diesen langen Weg des Breitbandausbaus mal anguckt, dann kann man doch nur sagen, wir sind in Hessen bereits auf der Zielgeraden. Das schnelle Internet ermöglicht erst die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen, und zum Beispiel die Verlagerung der Arbeitsplätze. 500 Arbeitsplätze hessische Verwaltung in den ländlichen Raum. Und die werden tatsächlich in den ländlichen Raum verlagert. Zum Beispiel 100 in meinen Heimatort Lauterbach, weil dort nämlich die Grunderwerbssteuerverwaltung zentralisiert wird. Und das Irre ist, es ist eine ungeheure Zustimmung. Das finden alle gut. Die Stadt Lauterbach sagt, ja, das ist eine echte strukturelle Verbesserung. Die Arbeitskräfte sind da, die dort arbeiten wollen. Und wir werden das auch räumlich hinkriegen, schnellstmöglich, dass die Menschen dort gute Arbeitsplätze und gute Bedingungen haben. Also, das sind echte, gute strukturelle Verbesserungen. Das ist möglich, weil wir dort auch einen guten Breitbandanschluss haben. Und daran werden wir weiterarbeiten. Was kann die Digitalisierung noch für den ländlichen Raum bieten? Die Verwaltungen werden in Zukunft unabhängig von Öffnungszeiten ihre Dienste anbieten können. Wir sind ja auf dem Weg, bis 2020 mit dem Onlinezugangsgesetz fast alle Leistungen auch online anzubieten. Und gerade für den ländlichen Raum ist auch das eine ungeheure Chance, weil wir oft dort lange Wege haben zu der nächsten Behörde. Und dadurch sparen wir uns Zeit und Geld, um zu den Behörden zu fahren, und können das von zu Hause erledigen. Was aber nicht heißt, dass wir in Zukunft nur zu Hause sitzen und alles online machen, sondern im ländlichen Raum gibt es einen unglaublichen Ideenreichtum, wie wir Treffpunkte neu schaffen, in denen wir uns sehen können, in denen die Menschen zusammenkommen, ganz viele kleine neue Dorfläden mit angeschlossenen Cafés. Also, da ist eine ungeheure lebendige Struktur und Bewegung im ländlichen Raum zu beobachten. Das, was wir an Arbeiten zu erledigen haben, gerne online, aber wir treffen uns dann doch lieber im Dorfladen und Café. Auch das kriegen wir gut hin. Noch ein Beispiel für die Digitalisierung und die Chancen. Berufsbilder verändern sich.
Zerspannungstechniker, das habe ich mir letztes Jahr mal angeguckt in einem Betrieb im ländlichen Raum. Das war ja früher eine Arbeit, bei der man an der Werkbank stand, auch eine Arbeit, die mit viel Dreck und Krach verbunden ist. Heute verbringen die Zerspannungstechniker einen Großteil ihrer Arbeitszeit am Computer, um die Maschinen zu programmieren, die dann die eigentliche Fräsarbeit machen. Das heißt, wir haben hier viel interessantere Arbeitsplätze. Für junge Leute ist das etwas ganz anderes, einen Großteil ihrer Zeit am Computer mit Programmieren zu verbringen. Das heißt, das sind ungeheure Chancen, dass Berufsbilder sich verändern, interessanter werden für die jungen Leute auf dem Land und wir sie für diese Berufe gewinnen und halten können. Und noch ein letztes Beispiel aus der Digitalisierung. Früher haben wir in den Kinos auf dem Land die Filmrollen sehr spät bekommen oder gar nicht. Das heißt, neue Filme konnten wir dort nicht gucken. Seit die die Digitaltechnik eingeführt haben, kriegen die auch alle neuen Filme sofort. Auch da sind wir nicht mehr abgehängt auf dem Land. Und jetzt kommen wir zur Gesundheitsversorgung. Das Land macht sehr viel. Gesundheitsversorgung, wohnortnah, ist für uns ein ganz wichtiges Ziel, für die Regierungskoalition und für die Landesregierung. Integrierte Versorgungsformen, dann Förderung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Da haben wir sehr viele Maßnahmen, um das zu unterstützen und zu machen. Ich möchte aber auch einmal erwähnen, wo es auch noch hängt. Und das ist der Bedarfsplan, und das ist Bundessache. Wir haben gerade an einem Beispiel in Neuhof, Kreis Fulda, gesehen, dass dort eine Frauenarztpraxis zumacht. Es gibt den Bedarf, die Nachfrage der Frauen, aber die Kassenärztliche Vereinigung genehmigt keine neue Praxis dort, weil der Landkreis ist schon überversorgt. Allerdings sind 11 der Fachärztinnenpraxen in Fulda und 5 nur in dem Umland, obwohl im Umland viel mehr Patientinnen sind als in der eigentlichen Stadt Fulda. Auch dort muss noch eine Menge getan werden. Und das zeigt, wir brauchen auch auf Bundesebene die richtige Weichenstellung, um den ländlichen Raum zu unterstützen und gerade im Bereich Gesundheitsversorgung eine wohnortnahe, dauerhafte und sichere Versorgung gewährleisten zu können. Und noch ein paar Worte zum Verkehr. Also, das fand ich schon witzig, was Frau Kollegin Knell da gesagt hat. Bei den von Land geförderten Straßenbauprojekten liegen 463 Maßnahmen von 583 im ländlichen Raum. Das sind über 63%. Und Frau Knell, man kann auf diesen Straßen Fahrrad fahren, man muss aber nicht, man kann auch mit dem Auto fahren. Wir haben Sonderprogramme im ÖPNV wie Mobilfalt in Nordhessen, garantiert mobil im Odenwaldkreis. Wir haben Regiotramnetz um Kassel. Dieses Programm soll den ländlichen Raum erschließen und anbinden an die Stadt Kassel. Wir haben Bahnstrecken im ländlichen Raum modernisiert, die Vogelsbergbahn und die Odenwaldbahn. Und um die Barrierefreiheit an kleinen Bahnhöfen, Bahnstationen zu verbessern, investieren Bund und Land im Rahmen des ZIP jeweils Bund und Land jeweils 16 Millionen € in die Modernisierung der Stationen. Und die meisten dieser Stationen liegen im ländlichen Raum, weil nur Stationen mit weniger als 1.000 Ein- und Aussteigern pro Tag gefördert werden. Wir haben ein Projekt Bürgerbusse, in das Kollegin Goldbach, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Und daneben fördern wir Programme wie Anrufsammeltaxis, Bürgerbusse und vieles mehr, um auch die Mobilität im ländlichen Raum zu gewährleisten. Kolleginnen und Kollegen, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben die Herausforderungen erkannt, und wir werden weiter daran arbeiten, den ländlichen Raum zu unterstützen. Aber der ländliche Raum ist stark und kein strukturschwacher Raum. Und wir lassen uns auch nicht kleinreden von niemandem. Vielen Dank.